Immer wieder kommt die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Workflow? Und weil es oft keine klaren Antworten auf diese Frage gibt, werden die beiden Begriffe Workflow und Prozess dann gleichermaßen verwendet, obwohl sie inhaltlich was anderes bedeuten. Was ist also der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Workflow? Und was macht die zwei unterschiedlich aus und wie kann man das entsprechend steuern? Das klären wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Und immer wieder kommt die Frage auf, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Workflow und ob das nicht eigentlich inhaltlich das Gleiche bedeutet. Und dazu gleich ganz am Anfang ein klares Nein. Ein Prozess ist etwas anderes als ein Workflow. Jetzt rufen wir uns doch mal nochmal die Definition von Prozess in Erinnerung. Also ein Geschäftsprozess ist eine Reihe von Aufgaben, also ein Arbeitsablauf. Und vor allem ist er funktionsübergreifend. Das heißt, es ist jetzt nicht nur Teil eben von einer Person, die was bearbeitet oder vielleicht einem Team, sondern es geht eigentlich so durch mehrere Abteilungen durch, funktionsübergreifend. Er ist weiterhin wertschöpfend, also das, was am Ende von einem Prozess rauskommt, hat für den Kunden einen Wert. Er ist bereit, dafür was zu bezahlen. Und ein Prozess hat also Inputs. Ich brauche also Vorleistungen oder Material und wenn es Mitarbeiterressourcen sind. Und er hat auch einen ganz klaren, definierten Output. Und dieser Output hat eben diesen Wert für den Nachfolger. Das kann dann eben wirklich der Kunde sein, der dafür Geld bezahlt. Es kann natürlich auch ein interner Prozesskunde sein, sprich der Kollege aus der Nachbarabteilung, der mit meinem Ergebnis weiterarbeiten muss. Damit sind wir auch schon bei diesem Punkt. Es erzeugt ein Ergebnis von Wert. Also für jemanden ist es wichtig, was da hinten dabei rauskommt. Entweder er bezahlt wirklich für diese Leistung oder er kann sonst eben nicht weiterarbeiten. Es gibt einen internen oder einen externen Kunden und vor allem ein Prozess hat auch einen Verantwortlichen. Und der Geschäftsprozess ist üblicherweise aus den Geschäftszielen und der Geschäftsstrategie abgeleitet. Und wer sich das Video mit der Definition zu dem Thema Geschäftsprozess nochmal genau ansehen will, das finden Sie hier, das haben wir da entsprechend verlinkt. Da haben wir diese ganze Definition von dem Prozess nochmal ganz, ganz vertieft und detailliert aufgenommen. Also, ein Prozess befindet sich damit in der Pyramide der Organisationsvorschriften relativ weit oben. Und oft sind es dann auch diese sogenannten Ende-zu-Ende-Prozesse, wie eben der berühmte Order-to-Cash-Prozess, also vom Auftragseingang bis zum Geldeingang. Diese ganze Abwicklung eben vom Kundenauftrag bis zu dem eingegangenen Geld von dem Kunden. Und wer sich den Überblick über die 16 wichtigsten Ende-zu-Ende-Prozesse verschaffen will, auch dafür haben wir noch ein Video gemacht, wo wir die entsprechend mal alle vorgestellt haben und genau erklärt haben, was diese Ende-zu-Ende-Prozesse alle sind. Order-to-Cash ist einer davon, es gibt noch 15 weitere. Was ist jetzt im Gegensatz zum Prozess ein Workflow? Ein Workflow führt Sie mit klaren Anweisungen durch eine Reihe von Aktivitäten, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen. Und im besten Fall werden Sie als Bearbeiter von einer Software unterstützt, die Ihnen vorgibt, was der Reihe nach Schritt für Schritt zu tun ist. Sondern das ist erst recht theoretisch, das kann man sich nur schwer vorstellen. Deswegen verdeutliche ich das jetzt an einem Beispiel. Den Ende-zu-Ende-Prozess von der Anforderung bis zur Lieferantenzahlung, also so der klassische Beschaffungsprozess, wenn man eben Material einkauft, den gibt es eigentlich in allen Unternehmen. Und ein Mitarbeiter oder ein Fachbereich oder ihre Projektentwicklung hat eben entsprechenden Bedarf, zum Beispiel Fuhrmaterial oder irgendwelche Dinge, die eingekauft werden. Nehmen wir mal beispielsweise Beschläge, die eine Schreinerei braucht für einen gewissen Auftrag. Und Sie starten dann in Ihrem Warenwirtschaftsprogramm eine Bestellanforderung, die öffnen Sie entsprechend und es öffnet sich so eine Bestellmaske quasi in dem Programm drin, indem Sie den Lieferanten auswählen, die genauen Artikel sich raussuchen, die Menge eintragen und wenn alle erforderlichen Informationen in dieser Maske in Ihrem Warenwirtschaftsprogramm eingetragen sind, dann leitet Sie die Software zu einer Bestellübersicht. Und in vielen Unternehmen gibt es dann eben vielleicht noch Wertgrenzen, in der ein Mitarbeiter alleine was bestellen darf oder wann eben die Bestellung, wenn sie diese Wertgrenzen überschreitet, vielleicht am Ende der Bestellung nicht direkt zum Kunden geht oder zu einem Lieferanten geht, meine ich, sondern eben in einem Zwischenschritt zur Genehmigung an den Vorgesetzten. Und gibt dann der Vorgesetzte die Bestellung in der Warenwirtschaft frei, dann erfolgt eben tatsächlich erst die Bestellung an den Lieferanten. Und dieses schrittweise Durchleiten durch diesen Bestellvorgang, bis die Bestellung dann wirklich beim Lieferanten eingeht, das ist eben ein Workflow. Und der Ende-zu-Ende-Bestellprozess selber
umfasst aber eigentlich noch weitere Schritte vor und nach der eigentlichen Bestellung. Also denken Sie zum Beispiel mal an die Lieferantenauswahl im Vorfeld, vielleicht auch an die Verhandlung von Preisen oder Mengenrabatten, die Anbindung der Artikelkataloge von dem Lieferanten an Ihr Warenwirtschaftsprogramm, dass Sie direkt eben aus Ihrem Warenwirtschaftsprogramm eben die Artikel des jeweiligen Lieferanten aufrufen können. Sie denken vielleicht auch an den Abgleich von dem Lieferschein mit der Bestellung, wenn dann wirklich dann geliefert wird, die Ware, oder eben auch den Abgleich der Lieferantenrechnung zum geprüften Lieferschein. Und schlussendlich auch die Zahlungsanweisung an die Hausbank oder die Prüfung der Lastschrift, eben wenn der Lieferant vielleicht den Rechnungsbetrag einzieht, je nachdem, was Sie vereinbart haben. Also, in allen großen Warenwirtschaftsprogrammen oder ERP-Systemen, wie zum Beispiel SAP, passieren alle diese Schritte eben innerhalb der gleichen Software. Und sie hält eben für verschiedene Aktivitäten mehrere Workflows bereit, um diesen Ende-zu-Ende-Prozess vollständig zu durchlaufen. Also die eigentliche Bestellung auslösen aus dem Beispiel, das wäre eben ein Workflow von der Bestellanforderung tatsächlich, bis es dann eben die Bestellung beim Kunden ist, Lieferanten ist. Auf der anderen Seite zum Beispiel auch das Präqualifizieren von Lieferanten, das Abschließen von Rahmenverträgen und Ähnliches, das wäre dann eben ein eigener Workflow auch innerhalb des Warenwirtschaftsprogramms. Jetzt haben aber kleinere Unternehmen üblicherweise kein so ein riesiges Softwarepaket, was so extrem leistungsfähig ist wie SAP, das den Mitarbeiter an die Hand nimmt und durch seine Workflows durchleitet. Was passiert jetzt tatsächlich in der betrieblichen Praxis von den kleinen Unternehmen? Und damit bleiben wir mal bei dem Beispiel der Bestellung. Der Mitarbeiter erfragt beim Lieferanten zum Beispiel die Verfügbarkeit und die Preise des gewünschten Artikels ab. Und dann wird eine Bestellung aufgegeben, oft zum Beispiel via E-Mail. Und der Abgleich von Lieferschein und Bestellung, die Sie als E-Mail am besten noch in irgendeinem persönlichen Posteingangsordner eines Mitarbeiterschlummers, ist dann damit schon kaum mehr möglich. Auch die Ein- und Auslagerung zum Beispiel der gelieferten Artikel in der Warenwirtschaft sind oft aufwendig, weil man dann ja wirklich schauen muss, wie verbucht man das alles entsprechend und Ähnliches. Eingehende Rechnungen des Lieferanten werden oft über Online-Banking oder Lastschrift bezahlt. Und dann werden dann die Belege eben vielleicht gescannt oder tatsächlich sogar noch beleghaft die Buchhaltung übergeben, die oft beim Steuerberater ist und Ähnliches. Sie merken schon, es gibt also ganz, ganz viele Medienbrüche und es fällt also schwer, Durchlaufzeiten zwischen dem ersten Kontakt beim Lieferanten und der Zahlung zum Beispiel oder der Verbuchung von Rechnungen und Zahlungen zu ermitteln. Also da ist auch die Datenlage einfach schwierig, weil sie eben keinen Workflow haben, der sie innerhalb von einem System da wirklich komplett durchleitet. Und eine Lieferantenanalyse, wie viel beim jeweiligen Lieferanten bestellt wurde, um in der Zukunft bessere Konditionen zum Beispiel zu verhandeln, das ist zwar machbar, aber halt oft recht aufwendig und dass es dann eigentlich kaum lohnt, neben dem Tagesgeschäft sich intensiv mit dem ganzen Datengeschubse zu beschäftigen, um wirklich dann also die Materialien oder Informationsquellen alle anzuzapfen, um solche Analysen wie eine Lieferantenbewertung wirklich machen zu können. Von einheitlichen Vorgehensweisen beim Bestellprozess kann man sich natürlich bei mehreren Mitarbeitern ohne einen gut strukturierten Workflow völlig verabschieden, weil der eine ruft an, der andere schreibt eine E-Mail, der dritte schreibt vielleicht sogar noch einen Brief oder sowas. Also es gibt da verschiedenste Vorgehensweisen, weil es eben keinen einheitlichen Standard gibt. Und damit wird auch die Verbesserung der Abläufe, also schneller zu werden und mit weniger Nacharbeit und mit weniger Rückfragen entsprechend zu arbeiten, natürlich massiv erschwert, weil es eben keinen gut strukturierten Workflow gibt. Wie ist denn das jetzt bei Ihnen im Unternehmen? Nutzen Sie schon Workflow-Systeme oder interessieren sich dafür? Schreiben Sie mir doch mal rein in die Kommentare. Ich bin also sehr gespannt auf Ihre Hinweise, was es da alles noch so gibt für Lösungsmöglichkeiten oder Workarounds. Und dann können wir mal schauen, was man vielleicht da draußen noch machen kann, um das zu verbessern. Aber manchmal geht es dann wirklich auch so weit, dass die Leistung des Prozesses eben nicht nur personenunabhängig stabil ist, weil es vom Geschick und vom Können von Frau Meier oder Herrn Schmidt wirklich ankommt, wie effizient eben der Prozess tatsächlich läuft. Also Vertretungssicherheit bei nicht gut strukturierten Abläufen oder Workflows ist ebenfalls kaum gegeben. Und eine Lösung, wie man das Problem eines kaum vorhandenen oder schlecht strukturierten Workflows in den Griff bekommt, das verrate ich Ihnen am Ende von diesem Video. Also dranbleiben, da kommt noch ein kleiner Bonustipp. Ich kann aber jetzt schon mal spoilern, es geht nicht um die Einführung von SAP, sondern es geht wirklich um die Verwendung von Bordmitteln, die Sie jetzt schon im Unternehmen haben, die Sie wirklich nutzen können, um solche Dinge zu verbessern. Also, ein Prozess ist oft ein Ende-zu-Ende-Prozess und Teil Ihres Unternehmens zweitens Prozessmanagements. Und ein Workflow ist oft Teil dieses Prozesses und führt Sie sehr detailliert und klar die Mitarbeiter durch bestimmte Aufgaben dieses Prozesses hindurch.
Dabei übernimmt dann die Software die Steuerungsfunktion und damit der Workflow eine standardisierte Vorgehensweise wirklich ermöglicht. Der Prozess ist damit auf der Makroebene in ihren Abläufen, in der Pyramide ziemlich weit oben an der Spitze, und der Workflow ist mehr die Mikroebene, wirklich so auf der Arbeitsebene, wo man bestimmte Tätigkeiten dann einfach unterstützt. Und der Prozess soll ein Unternehmensziel sicherstellen. Der Workflow soll die korrekte Ausführung einer konkreten Aufgabe ermöglichen und sicherstellen. Und damit wird auch unmittelbar klar, warum der Prozess und ein Workflow zwei verschiedene Dinge sind und eben nicht nur unterschiedliche Worte für eigentlich inhaltlich das Gleiche. Und jetzt hatte ich Ihnen ja noch eine simple Lösung für strukturierte Workflows versprochen. Ein Workflow ist ja im Prinzip nichts anderes als eine wiederkehrende Abarbeitung einer regelbasierten Checkliste. Also wenn Schritt 1 erledigt ist, dann gehe zu Schritt 2. Und wenn bei Schritt 2 das passiert, dann gehe zu Schritt 3a. Und in allen anderen Fällen gehe zu Schritt 3b. Also das ist ja eigentlich eine regelbasierte Abarbeitung. Erstellen Sie sich doch wirklich da eine Checkliste für diese wiederkehrenden Aufgaben und arbeiten Sie dann diese Checklisten wirklich konsequent ab. Und das hört sich jetzt wirklich banal an, aber das ist der erste Schritt, um Strukturen in Ihre Aufgaben zu bekommen. Denn man vergisst dann nichts mehr, wenn man die einzelnen Schritte abhaken kann und man kann die Schritte und Datenfelder, die man vielleicht füllen muss, in der optimalen Reihenfolge anordnen. Und unterschätzen Sie nicht, wie viel Zeit und Nacharbeit eine solche optimierte Checkliste Ihnen wirklich spart. Also alleine das sich darüber nachdenken, welche Felder muss ich der Reihe nach so anordnen und bearbeiten, damit es möglichst viel Sinn macht, vielleicht sogar dann mit dem Tabulator weiterspringen kann, bevor ich aufwendig mit der Maus klicke, das spart wirklich enorm viel Zeit. Also wirklich bis zu 30% sparen Sie einfach nur durch solche simplen Checklisten ein. Und natürlich gibt es auch kleine und kostengünstige Programme, die Sie und Ihre Mitarbeiter bei der Erstellung von solchen Workflows auch unterstützen, wo man eben dann entsprechend durchgeleitet wird, selbst wenn es verschiedene andere Systeme sind, die Sie brauchen. Also Ihr Warenwirtschaftsprogramm vielleicht und nehmen wir an, jetzt bei einem Zimmereibetrieb vielleicht die Abbundsoftware oder sonst irgendwas, wo Sie dann einfach Stück für Stück dann durchgeleitet werden, jetzt muss man dies machen in der Software, dann muss man das machen in der anderen Software. Das funktioniert eigentlich ganz gut soweit. Und welche Workflow-Tools das es gibt und für was man darauf achten sollte, das besprechen wir im nächsten Video. Und deswegen abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, damit Sie diese künftigen Videos alle nicht verpassen. Ich bedanke mich für Ihr Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video, in dem es um das Thema Workflow-Management-Tools geht. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.